Ey, wusstest du, dass es in Kampfspielen wie Tekken, Street Fighter und Mortal Kombat eine versteckte Eingabetechnik gibt? Tiger Knee! Damit erhält man Zugriff auf spezielle Moves, die teilweise krass überpowered sind oder gänzlich notwendig, um manche Charaktere effektiv zu spielen. Viele Special Moves wie Jamies Dive Kick lassen sich auch in der Luft ausführen. Dazu muss man springen und dann den Viertelkreis plus Angriff drücken. Dadurch ist allerdings eine Lücke zwischen den beiden komplizierten Eingaben. Jetzt zur Lösung des Problems. Durch Buffer in einem anderen Input kann der Special Move sofort nach dem Springen in der Luft ausgeführt werden. Im Ergebnis bekommen viele Moves reihenweise mehr praktische Funktionen. Manche Moves landen in einer bestimmten Höhe richtig, sodass sie beim Blocken eine Menge Plus-Frames bekommen. Jamie kann in SF6 seinen Dive-Kick zum Ködern von Würfen einsetzen, weil Würfe keine Luft-Moves treffen. Kage kann in SF5 mit seinem Instant-Tatsu eklig überkreuzen oder absurd seine Kombos verlängern für mehr Schaden. Um die Technik auszuführen, muss man den Viertelkreis zuerst eingeben und dann gleichzeitig Vorwärtssprung und die jeweilige Angriffstaste. Damit kann man sehr kreativ unterwegs sein, also lohnt sich das voll, das zu lernen. Folgt mir noch für mehr Content zu allerlei Kampfspielen.